Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einem weiteren kleinen Video hier auf diesem Kanal. Und wir spielen heute wieder Baro, unser Baro Hashtag 4. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe etwas Großartiges zu verkünden, was gerade passiert ist, nachdem ich diesen wunderschönen Satz gesagt habe. Ihr werdet es nicht glauben, aber mein Rechner ist wieder abgestürzt. Gut, Leute, dann joinen wir jetzt wieder dem Server nach diesem Absturz und ich... lebe ich noch? Nein! Als ob! Nein! 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 Was? Fast tot, das heißt fast tot. Anderthalb Herzen. Zweieinhalb Herzen. Als ob. Wir haben noch 6 Minuten. Als ob ich jetzt noch fucking 2... Oh mein Gott. Und vor meiner Tür wimmelt's von Creepern. Und Skeletten. Erst voll Wrecken. Ich hab mich gerade eingebaut. Ja. Okay, also ich habe auch vorhin schon gesagt, wir müssen unbedingt mal danach schauen, dass dein PC nicht mehr abschmiert. Ja, ich habe jetzt was geändert. Ich hatte meine Aufnahmen bis jetzt auf einer externen Festplatte gespeichert, weil das eben manchmal in die 70 Gigabyte geht. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich es auf meinem Rechner quasi speichere und das Ganze dann nach der Aufnahme, nachdem ich es gespeichert habe, lösche. Ja, okay, weil ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Folgen, wenn man mehrfach die Aufnahme verliert? Ich weiß es bis jetzt halt nicht. So, okay, ich bin voll geweckt. Soll ich da jetzt wieder rausgehen? Na klar, was sollst du sonst machen? Ich habe mich jetzt so eingebaut. Soll ich mich da jetzt seitwärts so ein bisschen wegbauen, weil hier wäre direkt Wasser. Ja, genau. Ich baue mich da ein bisschen weiter außen. Mann, das ist richtig blöd, dass in den ganzen Aufnahmen irgendwas schief läuft. Ja, richtig verkackt, scheiße. So, ich baue mich hier jetzt ein bisschen lang und dann töte ich die einfach. Ja. So, gut. Rage Mode. Gut, das habe ich tot, das Skelett. Gut. Ich höre zigtausend Zombies. Die sich hier irgendwo aufhalten. Okay, ich würde sagen, als ob. Hier ist einfach so ein Tal mit sich so bestimmt so mit 10 Mobs oder so. Einfach so eine Schlucht mit 10 Mobs. Das ist so krank hier zur Zeit. So, ich habe jetzt hier mal den Wasserfall abgebaut. Sehr gut. So, ich habe jetzt nochmal 12 Eisen. Das heißt, wir sind jetzt schon mal full Iron. Gut. Oh Leute, ey, ihr glaubt echt, ich kriege hier echt mal einen Kollaps in diesem Projekt. Ja, ich finde es halt selber ärgerlich, dass halt immer irgendwas schief geht. So, okay. Weil es natürlich auch für die Zuschauer teilweise blöd, denke ich mal. Natürlich ist das scheiße für euch, aber... Das werden die Folgen abbrechen. So, gut, wir haben jetzt aber genug Iron für Full Iron. So. Oh mein Gott, 2,5 fucking Herzen. Es ist einfach auf hart, bist du so schnell weg. Wenn es hart ist, bist du einfach so schnell weg. Es dauert echt nicht lange. Ach Gott, das erinnert mich gerade an Revo heißt das Spielmodus, glaube ich. Oder war es auf einem anderen Server? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir haben auf jeden Fall war es halt so was, war auch ähnliches, so ein kurzes Minigame. Und auf jeden Fall habe ich das mit einem Kumpel zusammen gespielt und habe es ja nur gesagt, naja, du brauchst hier nicht so viel Angst haben für Mobs und sowas. Ich meine, wir sind ja schon voll Iron. Dieser Kumpel war ich. Ich baue halt so über mir Eisen ab. Auf einmal kommt ein Creeper, ich reagiere halt nicht richtig, weil ich denke, ja, okay, ich bin voll Iron. Auf einmal steht da, du bist tot. Ja, dieser Freund war ich. Und ich habe... Echt, was bist du? Ja, ich war das und ich habe mich aufgeregt wie sonst was. Ja, ich weiß. Also ich dachte, es sei jemand anders gewesen. Oh, da ist ein Creeper. Okay. Ja, dann. Also ich bin ja hier der Creeper Minecraft-Experte 2.0. Ja,
Creeper Expert. Ich nenne mich jetzt gleich creeperexpert.de. Alter, wie riesig diese fucking Höhle ist. Okay, also Eisenprobleme haben wir jetzt erstmal nicht. Nur wenn es mit dir jetzt mal klappen wäre, wäre echt cool, weil ich bin eigentlich an sich gar nicht auf der falschen Höhe. Und ich habe schon wieder nur 2 Minuten, ey. Okay, ich bin Höhe. Nee, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Ich bin Höhe 14. Ja. Okay, ich denke mal, jetzt ist die Zeit gleich rum, oder? Ja, noch 1 Minute 36. Und ich habe Eisen ohne Ende. Ich habe einfach so übertrieben viel Eisen. Ja. Denkt daran, die Koordinaten wieder aufzuschreiben. Ich hab schon hier im Fullscreen zu laufen. Also ich spiele gerade im F3-Modus. Ja, okay. Ich bin halt auf Höhe 11 die ganze Zeit, aber es ist einfach so. Die Dias denken sich, nö, fick dich. Also ich muss sagen, mir gefallen eigentlich Projekte mehr, in denen es 2er-Teams gibt. Ja, finde ich auch. Also so 2er-Teams, dann kann man. Okay, in unserem Fall ist es so, weil wir auf dem gleichen Kanal sind, reden wir miteinander. Aber normalerweise redet man ja nicht mit Leuten von anderen Kanälen, während man so Varo spielt. Jo. Ja, und dann finde ich es einfach ein bisschen schade, weil es teilweise einfach allein und dann vielleicht ein bisschen langweilig. Und da bin ich ganz. Und vor allem achtet man dann. Sonst muss man halt so ein bisschen auf ein Teammate achten und alles aufteilen und zusammenplanen und so. Vor allem, wenn ich hier jetzt runterhüpfen würde, wäre ich so tot, ja. Ich glaube, es gibt doch keinen einzigen Toten, oder? Nein, es gibt noch keinen Toten. Oh ja, ich sehe schon. Hinter mir ist gerade ein Creeper explodiert. Geil. Ich mache jetzt mal die Lava auch so ein bisschen weg. Ich sehe schon Projektfolge 732. Mindestens. So, ich habe jetzt noch 12 Sekunden, in der Zeit gehe ich hier mal rein. Ja, okay, mach die F3 an. Ich habe jetzt noch 14 Iron, Full Iron und ja. Okay, ja, dann werde ich jetzt gekickt. Okay, Leute, das war natürlich wieder eine vorbildliche Folge von mir. Ich habe perfekt auf die Technik geachtet. Wir haben das alles wunderbar gemanagt. Also was heißt wir? Du? Ja, ja gut, wir gehören zusammen, ja? Okay, ja, ich habe es scheiße gemacht. Ich habe jetzt mein Aufnahmeprogramm so umgestellt, dass ich quasi alles nicht auf meiner externen Festplatte speichere, sondern direkt auf meinem Rechner. Damit ist die Gefahr weg, dass es abstürzt, weil mein Aufnahmeprogramm macht das so, wenn diese Festplatte nicht korrekt verbunden ist, dann kloppt er alles in Arbeitsspeicher rein. Und bei 8 GB ist das schnell voll. Und dann stürzt der Rechner ziemlich hart ab. Aber naja, ich würde sagen, wenn es euch dann trotzdem noch gefallen hat, wir haben in dieser Runde jetzt nichts geschafft, außer Full Iron, aber wenigstens etwas. Wenn es euch dann trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da, lasst ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.